Hallo und willkommen zurück zu Battle Jam Ponies. Wir sind hier in Crystal Cave, in der Crystal Cave, ja genau, wo wir hier schon ein paar Trainer bekämpft haben und auch schon das eine oder andere Pony gekauft. Nicht gekauft, sondern gefangen haben. Und wir sind auch hier schon fast durch, wie es aussieht. Aber hier ist noch ein Trainer. Entweder hier raus. Im Opal Lake. Aber es geht hier noch weiter runter, sehe ich gerade. Oder? Geht das? Tatsächlich. Oh. Crystal Depth. Und hier sehen wir ja gar nichts. This cave is giving your pony bad vibes. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann gerade kaum was sehen. Ich würde vorschlagen, das ist halt wie im Pokémon, dass man hier eine Fähigkeit braucht dafür. Kann man das irgendwie... Vielleicht hilft es, wenn ich Joyance raus habe. Na, wahrscheinlich nicht. Wo ist denn... Scheißschock, genau. Komm mal hier rein. Und dann komm mal... raus. Oh! Tatsächlich. Ich habe nämlich gedacht, weil Scheißschock ja teilweise elektrisch ist, also ist es ein Elektrotyp, das ist vielleicht die Höhle, wie halt Feuer und Blitz aus Pokémon erhellen könnte. Was heißt dieser? Immer noch Bad Vibes. Und ja, das hat tatsächlich funktioniert. Nur mal kurz zur Gegenprobe. Wenn ich jetzt einfach mal Maus draußen habe. Ah, very nice. Man braucht das nicht mehr einzusetzen. Man kann ja schon alles sehen. Cool, cool, cool. Dann kämpfen wir mal gegen dieses wilde Pony hier. Thestra. Gegen Scheißschock. Versuchen wir mal das Thestra zu fangen. Hoffentlich töten wir es nicht zu. Na, okay, es resistet. Defense Crouch. Machen wir gleich nochmal. Ich wollte die Verteidigung. Einmal Quickshock mache ich noch. Natürlich war es jetzt ein Crit. Aber es lebt doch. Es lebt noch. Es lebt noch. Es lebt noch. Ganz knapp lebt es noch. Damit können wir noch einen Capture Gem rauswerfen. Haha. Und damit finishen wir es. Das ist auch wieder so eine Pixel-Entscheidung wie beim letzten Part schon mal gewesen. Jetzt muss ich mir den nächsten Mal genau angucken. Ja, es ist wirklich ein Pixel gewesen. Ein Pixel. Ah. Meine Fresse. Und damit haben wir es besiegt. Yeah. Und gefangen. Thestra, Scrappy Dragon Pony. Ja, ich weiß. This Longma has spunk in spades. Often taken on much larger ponies in the wild. Mhm. Thestra. Nee. Sehr schön. Damit können wir weitergehen. Ist denn hier irgendwas? Nee.
Newt has been obtained. Ponypedia has been added to the localized data. Oh, wir haben sogar schon 3 von 5 Ponys hier. Wer bist du denn? There's something huge sticking around here. My torch went out when it saw me and ran away as fast as I could, but now I can't find my way out. I'll never come down here. Selber schuld. Währenddessen gehen wir mutig voran gegen Xenior. Intimidate. Nee. Los, Backbass. Und weg vom Fenster. Yay, Schallschock. Da können wir jetzt das Item erstmal holen. Oblivion. Und da ist wieder ein wildes Pokémon. Wildes Pony, meinte ich. Ah, das ist immer so schwierig. Thestra. Das haben wir ja schon. How about Bugbass? Decent hits, okay. Sharp Fang. Au, 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 au. Static. Haha. Stunt. Selber schuld. Machen wir Sparkle Beam. Haha. Und damit bist du besiegt. Nicht mehr viel bis zur nächsten Level. Können wir hier durch? Nee, tatsächlich nicht. Du blockierst gerade den Weg, mein Lieber. Das ist blöd. Es gibt auch keinen weiteren Weg voran. Wir könnten aber hier hin. Das sieht mir doch so ein Pony aus. Aber ich würde trotzdem erstmal mein. Der quält sich nicht an. Mein Scheißschock heilen. Jupp. Und auch zur Sicherheit mal sichern. Und dieses Pony da, da habe ich irgendwie. Genau, deswegen. Er sieht uns. Soll ich mit Scheißschock reingehen an Anfang oder. Ja, ich versuch's mal. Kann ich das erstmal? Chroma Sharp. Oder Shard. Was macht das? Basic Items. Ultra Ring. Chroma Sharp. A piece of Chroma Skate that can combine to form a more than 4 are found. Ah, wir brauchen 4 davon, um das zu vervollständigen. Okay. Ach, jetzt weiß ich, was das hier ist. Das sind quasi unsere VMs oder so. Softball, Ultra Ring. Okay. Sprich es aber an. Hi. Horse-like Drill Noises. White Vero is attacking. Ich glaube, das ist tatsächlich die Ultraform von Vero. Das Vero an sich haben wir noch nicht. Bugbass. Aber
Mein Scheißschock schwebt doch. Wie kann das bitte schon davon getroffen werden? Abwar, los. Sandstorm. Was macht Sandstorm genau? Uses Sands boosts all Geo moves and buffs E-Death of Geo ponies, but weakens Aqua and Surge ponies. Knows all about the Geo ponies attack accuracy. Huh. Ich versuch mal ein Hyper Gem zu werfen. Haha! Jetzt müssen wir es noch besiegen. Of course. Hoofstomp. Natürlich misst es, weil es ist vergraben. A strong hit. Ah, der Sandsturm ist vorbei. Machen wir weiter ab. Boah. Und jetzt war ein Crit. Aha. Danke dafür, Giants. Damit haben wir die Ultraform von Rero. Auch wenn wir es nicht einsetzen können. Ultra Rero. It has a powerful and dexterous tail that can easily overwhelm an outroid with never's tentacle. Tunnel Digger Pony. Oh Gott. Ach, wir haben trotzdem noch die Baseform? This species is thought to be responsible for creating the numerous early caves and tunnel systems around the world. Ah. Okay. Interessant. Wie wär's? Ja. Wir nehmen mal. Mach das dafür raus und dafür nehmen wir Vero rein. Und Level Up! Yeah! Level 46 für uns! Sobald wir über Level 50 sind, gehen wir mal nach Pinto Town zurück und kämpfen mal gegen diesen einen Typen da. Mit mehr KP bitte. Horse Tree Noises. Ach ja, stimmt. Ich brauche immer noch unsere Scheißschock. Warte mal. Es kann draußen sein, obwohl es besiegt ist. Warte, was passiert denn, wenn ich... Ha. Interessant. Ich will trotzdem nochmal... Wo ist denn... Wildpot. Einmal für dich bitte. Und noch heilen. So. Damit spendet es uns Licht in dieser Höhle. Aber weiter geht's tatsächlich nicht mehr, oder?
Nee. Der versperrt den Weg. Der versperrt den Weg. Oben geht's nicht weiter. Anscheinend ist dieser Abschnitt eigentlich wirklich nur für das Ultra Pony da gewesen. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir aus der Höhle raus. Zum Opal Lake. Thunderbolt. Nutzen wir gleich mal das Ding hier. Oh, so viele Ponys gibt's hier. Na dann. Hi, kämpfst du mit uns? Tatsächlich. Du kannst viel zu gut benutzen, mein Feed. Du kennst mir überhaupt noch vorher Battle. Na dann los. Oh, Scheißhock, hi. Oh, Scheißhock, hi. Rainstone? Es lässt regnen. Was macht das? Rainfall. Heavy Rainfall boosts all Aqua Moves and buffs the Speed in Aqua Ponies, but weakens Fire, Geo und Air Ponies. Keeps Elemental Ponies in state. Haben wir, wir haben keinen Aqua. Immer so Rosso haben wir einen Wasserpony, aber gerade nicht unser Team drinne. Wow, das ist blöd. Wir brauchen keinen Wassermove, oder? Ah, nee. Okay, einfach Backbass. Ja, mach Backbass. Fail. Und doch, wir können hinterher. Mothless Poison Spray, natürlich. Quickshock los. Und Crit. KO! Da bist du so Scheißhock. Ist wohl Scheißhock behalten, anscheinend. Decent Hit. Dragon Pulse. Ei! Wir wechseln mal zu Maus und machen mal ein diesen da. Thirsty. Stimmt. Weil es regnet, kann sie sich heilen, Maus. Das ist Special Move, also das ist ihre Fähigkeit. Poison Spore. Ist Strong Hit. Nee. Ja, Gigasorb. Autsch. Versuch mal Inner Power. Die Verteidigung immer noch. Oh, ernsthaft.
aus. Triff. Please. Okay, ist tot. Mist. Scheißhock, nein. Ja, ich weiß, wir haben... Terra Power. Terra Power, los. Ach, komm schon. Superholz für Simba erstmal. Das ist wirklich ein Bitteschön. Jetzt kannst du nicht verwechseln. Flare Kick. Oh, was wahrscheinlich nicht viel bringen wird. Nicht back. Firestream. Gottes Willen. Ernsthaft? Okay, wir müssen Scheißhock heilen erstmal. Defense Crouch. Nicht back, Quickshock, das trifft immer zuerst. Crit. Sehr schön. Uff. Das war jetzt echt ein sehr spannender Kampf. Petrol Patty was defeated. Und fast ein Level Up. Für uns. Eilige Hafer. If you catch that of the same point over and over, yours will become more radiant and strong. I'm going to deal it for my Thestra. Das kannst du machen. Quick Gem! Neat! Was heißt das? Oh, wir können tatsächlich surfen! Neat! Jetzt müssen wir wieder mal ein bisschen heilen. Hier, Scheißhock. Wie viel haben... Ein Revival Pot haben wir noch. Na gut. Aura Shot.
Nehmen wir noch ein wildes Pokémon. Was haben wir denn hier? Wildes Pony. Was gibt es denn hier? Ponywort haben wir schon. Bugbus. Teleport. Als ob. Super. So. Damit ist er weg. Und Level Up für uns. 47. Neue Moves für uns. Moonbeam. Ja, mehr KP. Ich bin irgendwie immer mehr für KP. So. Okay, ein Pony haben wir schon gesehen. Ja. Das alte Stab ist noch Net Gem. Ist wahrscheinlich für käferartige Ponys. Und ich würde sagen, ich guck mal kurz ins Menü nach. Wir haben ja einige Moves, neue Moves gelernt für unsere Ponys. Für zum Beispiel Shyshock. Was hat sie denn noch so gelernt? Petty Shower. Hat nur 10. Double Sting. Nee, Big Picture bin ich eigentlich schon zufrieden. Bugbus. Search Strike. 90, 80, 80, Search Strike. Sparkle Dash. Discharge, nee. Charm. Attack, Target, Electro Wave. How is it first? Ja, warum nicht? Was macht Reflect? Okay. Electro Wave. How is hitting first? Warum nicht? Warum nicht? Ja. Und Sparkle Beam. Energy will be with Gem if the effect is injected into foe. Aura Shot. The user fires a blast and aura will detect. This attack is certain to hit. Also es trifft immer. Ja, warum nicht? Nimm mal das. Giant. Hoofstorm. Was kannst du denn anstatten für Hoofstorm? Headbutt. True Hit. Snore Attack. Triple Kick. Nee. Hoofstorm ist irgendwie das Beste noch von dem Ganzen. Friendship. Das lassen wir mal drin. Und dann gucken wir trotzdem mal nach. Giggle, Warmhug, Charm, Squeeze Hug, Flutter, Cuddle, Yarn. Friendship. Nee, das hast du doch mal drin. Uproar. Das hast du noch nicht. Ice Beam. Wo ist ein Ice Beam? Hä?
Warte, was? Es hat Ice Beam, aber es ist nicht. Doch, hier ist es. Ich hab's nur übersehen. Ist aber nur 95. Thunderbolt könnten wir vielleicht reinnehmen. Counter, Conjoint Flames. Was machen Conjoint Flames? User produces an intense mystic fire. Its power changes based on energy attack boosts. Ach, okay. Aura Shot. User fires a blast of aura power at the target. This attack is certain to hit. And Thunderbolt. It makes. Machen wir Aura Shot rein. Ice Beam is granted with a mini-tutor. Setting a new move removes it for good until another MT is used. Want to press it anyway? Ja, warum nicht? Dann ist jetzt unser Ice Beam wohl weg jetzt anscheinend. Na gut. Was haben wir eigentlich für mehr? Für Werbung müssen wir noch einsetzen. True Hit. True Hit. True Hit macht 30 und ist 100. Quake. Fuse Claw. Brick Bug. Quick Slice. Taste Dash. Quake. Dieser Stones to check the crown attacking the following villain is beat. Das könnten wir. Horn Jab. Wir machen Quake. Sandstorm. Gott, anders kannst du da noch nicht. Okay. Burrow. Burrow. Slash Slam. Ja, Burrow kannst du. Ist eigentlich gut. Und Tutor. Terra Power. Kannst du reinnehmen? So. Okay. Und was wir hier alles noch am See sehen werden, ja, werden wir im nächsten Part erfahren. Ich wollte gerade irgendeinen anderen Satz sagen, ich weiß nicht warum. Jedenfalls sage ich, bis dann und Aloha!